behold His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Let's magnify the Lord so that He is seen more clearly. Psalm 34, verse 3. Let's exalt His name together by living pure and holy. Psalm 34, verse 3. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. And let us exalt His name together. So, dann lass uns mal anfangen, sagt der Michael. Dann fangen wir mit unserer Bibelstudie heute mal an. Das ist die, wenn ich mich nicht irre, ist das die dritte oder die vierte, zu der wir uns zusammensetzen? Die vierte, ne? Zu der ich mich hier jetzt mit Michael und Viktor eingefunden habe. Dass wir, ja, das muss die vierte sein. Dass wir sagen, wir machen eine Bibelstudie, angefangen im Genesis, erstes Buch Mose, erstes Kapitel, erster Satz. Und inzwischen sind wir so ungefähr am Anfang des dritten Kapitels angekommen. Aber es gibt noch eine Sache, die mir persönlich sehr wichtig erscheint, die ich mit meinen beiden Brüdern gerne studieren möchte. Und bevor ich das tue, lassen wir sie erstmal eben zu Wort kommen, dass sie sich so ihren Frust ein wenig vor der Kamera von der Seele reden können, der ja auch manchmal da ist und der eben dann dazu führt, dass wir unsere Ruhe und unseren Frieden nur in unserem Herrn Jesus Christus und im Studium seines Wortes finden. Fang du doch mal an, Viktor. Ja, moin moin und hallo. Ich bin jetzt natürlich ein wenig noch in der Phase, dass ich gerade ja noch ein wenig mit arbeitstechnischen Dingen mich auseinandergesetzt habe, die sehr zeitaufreibend und auch teilweise nervenaufreibend sind oder sein können. Und ja, dahingehend möchte ich mich auf jeden Fall auch bedanken dann an meiner Stelle jetzt, dass ihr euch auch wieder die Zeit genommen habt, trotz dessen, dass auch ich weiß, dass der Alltag sehr stressig ist und man häufig viele Dinge ja in der Regel immer alleine auch bewältigen muss. Und ja, dahingehend kann ja vielleicht auch Michael noch mal ein paar Worte sagen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Erteilung des Wortes. Und ich habe da jetzt eigentlich so nichts großartig hier zu erzählen. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was wir da heute alles hören. Und heute dreht sich um die interessanteste Nebentätigkeit der Welt oder so. Also heute dreht sich alles um, ja, lass das mal den Jörg am besten erzählen. Naja, es dreht sich darum, dass wir letztes Mal gesprochen hatten über die Schöpfung des Mannes und danach über, wie für ihn eine Gehilfin gefunden wurden oder gefunden werden sollte und das in der Tierwelt irgendwie nicht so geklappt hat. Und deswegen Gott aus dem Mann selbst eine Frau gebildet hat und der Mann dann ganz erstaunt in die Höhe fuhr und sagte, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Nun, in der Schlachterbibel ist es ja interessant, da gibt es ja immer solche Fußnoten damit bei. Und die lasse ich im Normalfall eigentlich auch links liegen. Das werde ich jetzt hier auch mal tun. Am interessantesten finde ich hier die Aussprache von Adam, also von dem ersten Menschen, der von Gott auf dieser Erde geschaffen wurde, dass er sagte, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Genau. Warum wird er Vater und Mutter verlassen? Vater und Mutter sind diejenigen, die ihn auf die Welt gesetzt haben, in dieser Welt zumindest. Geschaffen hat ihn unser Herr, aber biologisch auf die Welt gesetzt wird man durch seine biologische Mutter.
Man hat das fünfte Gebot, das wir kennen, dass wir Vater und Mutter ehren sollen. Und ich werde aber diese Vater und Mutter dann doch auf einmal verlassen. Warum? Weil eine andere Sache auf einmal wichtiger ist. So, und warum ist diese andere Sache wichtiger, sage ich jetzt mal, zwischen Anführungszeichen wichtiger? Weil bereits vorher ordiniert wurde, seid fruchtbar und mehrt euch. Na? So wurde es zu den Tieren gesagt, aber so wurde es ja auch zu den Menschen gesagt. Seid fruchtbar und mehret euch und geht hinaus in die Welt und so weiter und macht die Welt euch untertan und so weiter und so weiter. Das ist alles eine Regel davon. Und das kann man natürlich nur dann machen, wenn man einen gewissen Drang verspürt, eben auch seine eigene Familie zu gründen. Als Kind ist man Teil einer Familie. Und wenn man selbst noch Kind ist, also im kindischen Alter, sage ich jetzt mal, dann hat man auch noch gar nicht die große Lust, irgendwie eine Familie zu gründen. Aber je älter man wird und man kommt in die Pubertät und sowas, dann gibt es auf einmal Momente, wo es einen von dem Schoß der Familie, sage ich jetzt mal, wegzieht in die große, weite Welt, mehr oder weniger. Und man geht auf die Suche. Jetzt will ich das gar nicht damit vergleichen, wie das heute passiert, weil das ist ja nur noch antichristlich und absolut nicht biblisch. Aber der Punkt ist, dass man an einem bestimmten Punkt, an einen Punkt kommt, dass man als Mann eine Frau findet und als Frau einen Mann findet, mit dem man sagt, mit der Person oder mit dem Mann oder mit der Frau, um das Wort Person dann mal zu vermeiden, möchte ich den Rest meines Lebens verbringen. So ist eigentlich die Ehe ordiniert, sage ich mal. Und über diese Ehe möchte ich jetzt eigentlich heute ein wenig sprechen, weil zu dieser Ehe gehören ein paar Dinge, so wie zum Beispiel, wie es in Vers 24 heißt, sie werden ein Fleisch sein. Was heißt es denn, wenn Mann und Frau ein Fleisch sind? Also erstmal müssen wir hierzu, finde ich, verstehen, dass das Fleischliche auf der einen Seite steht und das Geistige auf der anderen Seite. Und wenn man geistig eins ist, wenn ich mit meiner Frau geistig übereinstimme, wenn wir denselben Glauben haben, wenn wir dieselben Bibelansichten haben, wenn wir dasselbe Bibelverständnis haben, dann sind wir geistig eins im Herrn, in Jesus Christus. Ich als Mann bin das Haupt der Frau. Die Frau akzeptiert meine Stellung über ihr geistig und ich akzeptiere genauso die Stellung Jesus Christus geistig über mir. Dann sind wir aber geistig eins. Wir sind in einem Geist verbunden. Das ist genau wie Jesus Christus auch später im Neuen Testament sagt, der Vater will angebetet werden in Wahrheit und im Geist. Und wenn ich mit anderen eben im Geist den Vater anbete, müssen wir ja wohl geistig auf einem und demselben Level stehen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, mit dem Partner, sage ich jetzt mal, mit dem wir den Rest unseres Lebens verbringen wollen, vor allen Dingen erstmal geistig auf derselben Ebene zu stehen. Und wenn man geistig auf derselben Ebene steht, dann bleibt es natürlich nicht aus, da Mann und Frau unterschiedlich geschaffen wurden, dass eben auch das Fleischliche zusammenpassen soll. Und deswegen werden sie ein Fleisch sein, weil die Vereinigung von Mann und Frau macht von Zweien eins. So wie es das geistig tun sollte, auf der einen Seite, wobei das Geistige immer in diesem Fall, da spreche ich jetzt ja beinahe römisch-katholisch, das Geistige steht über dem Fleischlichen, ja, das geistige Einssein mit dem Partner ist wichtiger als das fleischliche Einssein, sage ich jetzt erstmal. Und wenn man das erreicht hat, dann kann man eben auch fleischlich einssein. Und fleischlich einssein heißt eben, sich zu vereinen. So, und darüber kann man in der Welt jetzt natürlich stundenlang diskutieren. Da könnte man ganze Bibliotheken vollschreiben. Weil über die Vereinigung zwischen Mann und Frau, die fleischliche Vereinigung zwischen Mann und Frau, gibt es nicht nur verschiedene Ansichten, vor allen Dingen die meisten, die unbiblisch sind, aber vor allen Dingen wissen die meisten überhaupt nicht, was sind denn überhaupt die biblischen Ansichten über die Vereinigung von Mann und Frau? Was steht denn über Sex, um das Wort jetzt mal auszusprechen. Was steht denn über Sex, über sexuelle Handlungen, über Geschlechtsverkehr, über sich vereinen, die Vereinigung von Mann und Frau? Was steht denn darüber überhaupt in der Bibel geschrieben? Das wissen viele ja gar nicht. Und da wollen wir heute mal ein wenig näher drauf eingehen. Und wir wollen vor allen Dingen auch einen sehr wichtigen Teil klären. Entschuldigung. Und das ist nämlich, was geschrieben steht in Hebräer Kapitel 13, Vers 4.
Da komme ich dann nachher noch drauf, auch mit einer kleinen Erklärung. Das jetzt erstmal von mir zur Basis. Bevor wir also in Kapitel 3 reingehen, wo wir dann über den Fall des Menschen sprechen, möchte ich erstmal die Ordinierung der Ehe besprechen, weil das ist im Grunde an der Basis, was überhaupt von dieser ganzen Vereinigung zusammenliegt. Wenn ich mich nämlich mit meinem, ich jetzt als Mann gesprochen, wenn ich mich mit meiner Frau vereinige, und zwar sowohl geistig als auch körperlich, dann gebe ich damit das Einverständnis, dass ich mit dieser Person zusammenbleiben möchte, bis der Herr das Leben von mir oder von ihr nimmt. Und also entweder nur eine Witwe überbleibt oder ein Witwer überbleibt. Denn was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Den Satz hat ja wohl jeder schon mal gehört. Das steht auch so im Neuen Testament. Ja? Also das ist nicht irgendwie ein Spruch von den Katholiken. Das ist natürlich ein Spruch, den sie natürlich gebrauchen, aber dann auch missbrauchen. Aber es steht so im Neuen Testament geschrieben. Ich glaube, Jesus Christus selbst hat es sogar gesagt. Und was ganz wichtig ist, was wir verstehen müssen, wenn wir über sexuelle Handlungen sprechen, ist, dass sexuelle Handlungen in der Bibel ausschließlich gestattet sind zwischen verheirateten Mann und Frau Partnern. Ja? Ich probiere das jetzt ganz deutlich zu sagen. Es geht nicht um eine Heirat von Mann und Mann, die unbiblisch ist. Es geht nicht um eine Heirat von Frau mit Frau, die unbiblisch ist. Es geht nicht um eine Heirat von Mann und Tier, die unbiblisch ist, und von Frau und Tier, die unbiblisch ist. Es geht darum, ein Mann mit einer Frau verheiratet, die im gegenseitigen Einverständnis erklären, den Rest ihres Lebens zusammen verbringen zu wollen und damit bestimmte Pflichten und Rechte eingehen in dieser Ehe, die an verschiedenen Punkten in der Bibel besprochen werden, auf die wir auch gleich noch kommen. Und da sie das im Einverständnis machen, alles muss im Einverständnis miteinander passieren, das liegt an der Basis einer jeden Ehe. Bevor ich nämlich kein Vertrauen habe und bevor ich nicht überhaupt geistig mit der Person eins bin, brauche ich da ja gar nicht erst dran anfangen. Das war jetzt vielleicht eine ziemlich ausschweifende Einleitung, aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch eine wahrscheinlich sehr wichtige Einleitung. Habt ihr da jetzt vielleicht noch irgendwelche Fragen oder Bemerkungen zu? Weil das ist hier keine One-Man-Show, das ist gemeint als eine offene Diskussion und dass wir die Bibel als Basis nehmen, um diese Dinge zu besprechen. Habt ihr da was zu sagen? Also ich... Achso, wir haben bitte, hier, bitte. Bitte, bitte, bitte. Nee, nee. Okay, also ich denke, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, der gut verstanden werden muss, weil wir auch später über Sünden oder Übertretungen des Menschen reden. Und daher ist das natürlich damit auch irgendwo daran gekoppelt. Richtig. Michael? Ja, wenn der Adam da so prophetisch sagt, hierfür wird der Mann Vater und Mutter verlassen, dann frage ich jetzt mal einfach, wer ist denn Vater und Mutter für Adam? Da spricht er ja schon in die Zukunft schauend, ne? Eben. Eben, eben. Und ich meine, er hat ja den Vorteil, er ist ja schon komplett quasi auf die Welt gekommen. Er ist ja nicht als... Er ist nicht als Baby auf die Welt gekommen. Er ist nicht als Baby auf die Welt gekommen, dann hätte er auch schlecht den Tieren Namen geben können, sonst die hätten dann lustigerweise alle gleich geheißen, wenn überhaupt. Aber Spaß beiseite, das ist für mich ja schon so eine Geschichte, dass er da solche Intelligenz besessen hat, um dieses vorauszusehen. Naja, weil wahrscheinlich er selber ja mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, erstaunt geschaut hat, was Gott da für ihn geschaffen hat. Und dass er sich sagt, okay, wie du sagst, Adam ist ja noch nicht gerade der Dümmste, der ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Er wusste ja, dass die Menschen sich vermehren sollen und wenn sie Kinder haben, dann weiß er, dass für so etwas wie seine Frau, was er da gerade sieht, eben die Kinder eben auch ihre Eltern verlassen werden, sage ich jetzt mal. Das ist vielleicht ein wenig hineininterpretiert, sagt der eine oder andere. Ich sage dazu, das ist eigentlich nur das logische Verständnis. Anderes Verständnis kann man Adam ja auch gar nicht zusprechen, da er ja zusammen mit seiner Eva die einzigen Menschen auf dieser Welt waren. Und jeder, der das schon mal bezweifelt, der sagt von, ja, Adam und Eva, die stehen nur als Beispiel für die ganze Menschheit und so weiter, und da waren noch die und die Völker und dies und das alles mal, na, der hat die Bibel nicht verstanden. Weil Gott sagt ganz klar im ersten Vers Genesis,
Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und von da sehen wir die ganze Schöpfungsgeschichte bis zu den ersten zwei Menschen. Da gab es nicht irgendwie noch hunderte, tausende, Millionen andere, die er geschaffen hat. Nein, er hat die beiden geschaffen. Und die beiden sind Stammvater, Urvater und Urmutter des ganzen Menschengeschlechts. Das wollte ich nochmal eben betonen. Und Adam ist halt dann quasi dann auch prophetisch in die Zukunft gesprochen. Also war ja Adam eigentlich auch der erste Prophet, wenn man so will. Denn er kann es ja nicht auf seine Entstehung bezogen haben, denn da war ja keine Mutter. Wenn man jetzt einen Gag draus machen würde, könnte man sagen, Adam hatte bestimmt keinen Bauchnabel. Aber er kann es ja eigentlich nur auf die folgende Generation bezogen haben. Und dann hat er da schon gesagt, guck mal hier, die Sache ist so toll. Das ist in sich jetzt wieder so ein Kreislauf von Eltern und Kind, der sich immer weiter fortpflanzen wird. Also der ist ja dann erst zur Fortpflanzung fähig geworden, als Eva da war, als Eva geschaffen worden ist und hat dann festgestellt mit seiner Intelligenz, guck mal, deswegen werden wir jetzt hier autark sein und eine Familie gründen können. Wir sind dann nicht mehr auf die Schöpfung Gottes angewiesen, sondern wir können uns selber fortpflanzen. Ja, und das ist ja im Prinzip dann wahrscheinlich auch so einer der, für mich zumindest einer der Kernaussagen darauf. Mhm. Ja. Gut, dann gehen wir doch mal in das, was mir so wichtig erscheint. Ich habe da hier etwas vorbereitet. Und zwar ist das ein Text, den habe ich, meine ich, mal gelesen im Zusammenhang mit dem Buch von Alfonso Liguori, wo es um die Sexualmoral der Jesuiten geht oder die Sexualmoral der römisch-katholischen Kirche, um eben aufzuzeigen, was der Liguori für die Kirche schreibt, ist das eine und was Gott in der Bibel darüber schreibt und ordiniert, ist das andere. Und was wir ganz gut verstehen müssen, ist, dass Sex ein Geschenk Gottes ist, das eingesetzt ist für die Ehe. Ja? Es heißt instituted, ja? Eingesetzt, instituted für die Ehe. Sex ist ein Geschenk Gottes. Und ein Geschenk sollte man immer annehmen, und zwar dankbar annehmen. Das ist genau wie mit dem Geschenk des ewigen Lebens, das Jesus Christus uns gibt. Auch das sollten wir vorbehaltlos dankbar annehmen. Sex ist ein Geschenk. Die Frage ist nur, wie setze ich dieses Geschenk richtig ein? Darüber sagt die Bibel, es ist eingesetzt für die Ehe. Wir lesen in Sprüche, und zwar Kapitel 5, Verse 18 bis 19. Und alles ist aus der Schlachter, außer in diesem kleinen Extra-Text, den wir gleich durchgehen. Da ist teilweise nach irgendeiner neuen Übersetzung da drin, weil ich nicht die Zeit hatte, das vorzubereiten, das schlachtermäßig zu machen. Aber da geht es nicht drum. Das ist nicht weiter wichtig. Das sage ich jetzt mal eben so nebenbei. Alles andere hier ist immer auf Basis der Schlachter 2000-Bibel. Also in Sprüche, Kapitel 5, Vers 18 bis 19 heißt es, deine Quelle sei gesegnet und freue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hindin, die anmutige Gemse, ihr Busen soll dich allezeit sättigen. Von ihrer Liebe sollst du stets entzückt sein. Die Romantik und die Sexualität sind kostbare Geschenke Gottes zur gegenseitigen Freude innerhalb des Ehebundes. Das sollten wir vielleicht mal farblich hinterlegen. Innerhalb des Ehebundes. Wenn wir die Bibel richtig verstehen, dann begreifen wir, dass jede sexuelle Handlung außerhalb der Ehe Unzucht ist. Und Hurerei ist. Jede sexuelle Handlung außerhalb der Ehe. Ich möchte hier jetzt schon mal eben kurz etwas tiefer drauf eingehen, wenn das für euch beide in Ordnung ist, dass wir hier ein wenig drüber sprechen. Und bitte beteiligt euch daran. Ich möchte hier nicht irgendwelche Monologe vorhalten. Innerhalb des Ehebundes, das heißt, dass jeglicher Sex außerhalb der Ehe Sünde ist. Und was ist Sex außerhalb der Ehe? Ja, da sagen jetzt die meisten, ja, wenn ich verheiratet bin, ich bin der Mann und ich betrüge meine Frau, ich gehe zu einer Prostituierten oder ich betrüge meine Frau mit der Sekretärin oder mit der Vertreterin, die an die Tür kommt oder was weiß ich wie, das ist Ehebruch, das verstehe ich. Jesus Christus hat einmal gesagt,
wenn du eine Frau schon lustvoll auf der Straße anschaust, dann hast du schon Ehebruch im Geiste begangen. Das ist natürlich auch ein sehr extremer Punkt. Aber der Punkt, auf den ich jetzt erstmal hinaus wollte, ist der: Ich muss nicht verheiratet sein, um Sex außerhalb der Ehe zu haben. Mit anderen Worten, wir leben in einer Welt, in der wir Eltern, und ich sage ganz deutlich, wir Eltern, ich habe das damals ja auch, als mein Sohn jünger war, damit gerechnet und akzeptiert, der geht jetzt hinaus, sucht sich eine Freundin, schläft damit, hat da seinen Spaß mit, und das ist ja gut, das muss ja auch so sein. Damals war ich aber auch noch kein Christ. Jeder Sex außerhalb der Ehe, das heißt, wenn ich einfach nur Sex habe mit jemandem, mit einer Frau, außerhalb, dass ich mit ihr verheiratet bin, dann ist das schon eine Übertretung. Wenn ich als Frau mit einem Mann Sex habe, obwohl ich nicht mit ihm verheiratet bin, dafür muss ich nicht mit einem anderen verheiratet sein, aber ich bin nicht mit ihm verheiratet, dann ist dieser Sex außerhalb der Ehe. Und damit ist er eine Übertretung der Sünde. Damit ist es Hurerei. Ja? Alles, was außerhalb der Ehe an Sex stattfindet, ist eine Übertretung des Gesetzes. Du sollst nicht Ehe brechen, weil ich muss ja nicht verheiratet sein, um eine Ehe brechen zu können. Ich hoffe, dass das verständlich rüberkommt bei jedem. Wenn ich nicht verheiratet bin, kann ich keinen Sex haben. Aus dem einfachen Grunde, weil wenn ich nicht verheiratet bin und ich hätte Sex, dann hätte ich Sex außerhalb der Ehe. Was sagt die Bibel? Was haben wir gerade eben gelesen? Hier, jetzt ist die Bibel, da kommen wir noch zu. Aber hier, die Romantik und die Sexualität sind kostbare Geschenke Gottes zur gegenseitigen Freude innerhalb des Ehebundes. Also mit anderen Worten, jeder Sex außerhalb des Ehebundes ist nicht zur gegenseitigen Freude, ist keine Freude. Deswegen wird Sex außerhalb der Ehe ja auch bestraft. Ja, Jörg, wie wird denn das bestraft? Zum Beispiel mit sexual übertragbaren Krankheiten. Wie Herpes und Tripper und ich kann sie jetzt gar nicht alle aufzählen. Es gibt ja auch mehr als genügend Syphilis und durch die ganze Geschichte durch, was es nicht alles für Krankheiten gibt. In der Neuzeit spricht man ja auch viel von HIV, AIDS und so weiter und so weiter. Inwieweit das jetzt alles wirklich Krankheiten sind, die Diskussion will ich heute gar nicht angehen. Wenn wir darüber eingehen, ob es Viren gibt oder nicht, die noch kein Mensch jemals nachgewiesen hat, das ist wieder eine ganz andere Sache. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber diese Krankheiten sind Strafen von Gott, weil wir eben sein Gesetz übertreten. Wenn ich nämlich in einer, wie wir so schön sagen, monogamen Ehe lebe und mein Partner das auch mit mir tut, in derselben monogamen Beziehung lebt, dann werden wir solche Krankheiten nicht haben. Und vor allen Dingen werden wir dann auch uns nicht die Frage stellen müssen, ist Abtreibung jetzt moralisch in Ordnung? Was ist mit Sex vor der Ehe? Was ist mit Frauen, die vergewaltigt wurden und so weiter und so weiter? Das muss ich mir gar nicht mehr stellen, weil das gibt es in einem göttlichen Institut nicht. Wenn man nämlich sich an Sex hält, dass der immer nur innerhalb der Ehe ist, und das heißt natürlich für jeden, dann gibt es keine Vergewaltigung. Dann gibt es auch keinen Sex vor der Ehe, dann gibt es auch keine Not, um Kinder abzutreiben, also zu ermorden, mit anderen Worten. Das ist nochmal ein anderes Thema, da habe ich letztens ein paar Seiten von Michael geschenkt bekommen, übers Internet, da kann er ja vielleicht gleich mal kurz drauf eingehen, was wir da gelesen haben, wo eben das ganz deutlich gemacht wird, dass ab dem Augenblick, wo der männliche Same das weibliche Ei befruchtet, dass in dem Augenblick das Leben entsteht. Und dass die Antibabypille, die wir heute in dieser Welt ja überall gebrauchen, nicht diese Befruchtung verhindert, sondern lediglich das Einnästen dieser befruchteten Eizelle in die Gebärmutter verhindert. Und dieses befruchtete Ei ausscheiden lässt. Das ist also mit anderen Worten nichts weiter als eine Abtreibung innerhalb des Körpers. Das ist ein Mord, weil in dem Augenblick, wo die männliche Samenzelle die weibliche Eizelle befruchtet, findet das Leben statt und das Leben gibt Gott. Und nur dem, der es gibt, der hat auch die, na, der hat nicht die Macht, die hat ein anderer auch. Wenn ich jemandem das Leben nehme, habe ich die Macht, ihm die zu nehmen, aber ich habe nicht das Recht, das Leben zu nehmen. Also nur derjenige, der Leben gibt, hat auch das Recht, Leben zu nehmen. In diesem Fall unser Herr.
So, Michael, möchtest du dich vielleicht jetzt mal ein bisschen beteiligen an der Erklärung heute? Vielleicht auch ein bisschen was erzählen über das Papier, was wir da letztens zusammen, was du mir geschickt hattest über die Antibabypille oder sowas? Weil sonst fühle ich mich hier langsam wirklich, als ob ich hier einen Monolog am Halten. Nee, alles gut. Ich war jetzt nur auf die Sache nicht wirklich vorbereitet. Deswegen habe ich jetzt nichts vorbereitet dazu. Ich habe mir zwar jetzt in der Zwischenzeit, wo du die Erläuterung davor gelesen hast, das mal ganz schnell hier auf den Bildschirm gebracht, aber ich habe jetzt nicht wirklich direkt griffbereit die ganzen Artikel und die ganzen Sachen, die dazu geschrieben sind. Aber nein, muss ja auch nicht, dass du nur ein bisschen halt eine Zusammenfassung davon gibst, dachte ich vielleicht mal. Genau. Also es ist im Endeffekt so, dass es wohl wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, so wie das immer heißt, wo man jetzt erst vor ein paar Jahren festgestellt hat, dass bei der Vereinigung von Samenzelle auf und einem Ei quasi bei der Befruchtung da eine chemische Reaktion stattfindet, also im Prinzip eine biochemische Reaktion, wo stattfindet, und dass dann daran auch die erfolgreiche Befruchtung festgemacht werden kann. Und das ist wohl eine Reaktion, dass da Calcium, wenn ich es richtig im Kopf habe, freigesetzt wird. Und da gibt es interessante Videos zu, die ich jetzt eben gerade nicht griffbereit habe, weil ich mich jetzt darauf nicht vorbereitet habe, wo man sich das halt anschauen kann. Aber ich bin jetzt schon fast dabei, die Sache hier zu... So, genau, das zu finden. So, Antibabypille, genau. Da gibt es einen Beitrag von www.aktion-leben.de, die allerdings auch sehr viel katholischen Sauerteig auf ihrer Seite haben, muss man leider dazu sagen. Und alles andere wäre ja auch verwunderlich, ne? Ja, genau. Und da gibt es halt allerdings ein paar interessante Sachen zu. Die haben nämlich da einen herunterladbaren Bericht auf ihrer Webseite, also ein PDF. Dieses PDF heißt ganz schlicht und einfach anti-baby-pille.pdf. Und da steht halt also so in einem 30-seitigen Aussatz steht da beispielsweise drin, dass wenn die Ovulationshemmer und der Zervixfaktor versagen, ist jetzt natürlich ganz schön wissenschaftlich ausgedrückt, und es doch zu einer Befruchtung kommt, sprich die Samenzelle erreicht das Ei und genau dieser optische Eindruck wird dann halt durch diesen sogenannten Blitz dann da auch erzeugt, verhindern die Tötungsmechanismen in Klammern Endometrium und Tubenfaktor die Einnistung oder das Kind entwickelt sich im Mutterschoß weiter. Das heißt, wenn eine Antibabypille genommen wird, dann ist diese Antibabypille eigentlich so dafür gedacht, um den Weg der schon befruchteten Eizelle in die Gebärmutter zur weiteren Ausnistung sozusagen oder weiß nicht, wie man das jetzt biologisch nennt, Ausbrütung, würde ich mal sagen. Einnistung, ja, dann zu verhindern und somit stirbt dann das schon befruchtete Ei ab, weil es nicht weiter gepflegt und sozusagen dann sich einnistet in den zwei Eierleitern, die da vorhanden sind. Und das ist halt eine Geschichte, die war uns Männern zumindest nicht so bewusst und ich denke, dass sie auch vielen Frauen nicht bewusst ist. Und bei diesem Pamphlet Antibabypille steht beispielsweise drin, die Frage, wann beginnt das menschliche Leben, wird damit beantwortet, aus der Sicht der Humanität. Kannst du den Link mal eben schicken hier über Skype, dann mache ich das mal auf hier in der Zwischenzeit. Nee, ich habe jetzt, würde ich gerne machen, aber ich lese jetzt gerade aus unserem Skype-Chat hier gerade vor und ich habe die Seite jetzt nicht offen. Ach so. Ich dachte, dass ich die Seite abgespeichert hatte. Ich habe sie aber nicht abgespeichert, sonst hätte ich sie gerade eben geöffnet, aber. Ja, wie gesagt, ich war jetzt auch nicht auf die Frage vorbereitet. Deswegen, jetzt schafft der Computer das so schnell auch nicht. Also da habe ich jetzt so schnell bei den 30 Seiten, die ich gerade hier aufhabe, auch, glaube ich, keine Chance. Moment. www. Das ist jetzt wieder live. Das ist Live-Video, ja.
Vielleicht fällt dem Viktor ja in der Zwischenzeit kurz was ein zu sagen, während du auf der Suche bist und ich dann den Link hier aufmachen kann für das Video, dass unsere Zuschauer daran teilhaben können. Ich finde es merkwürdig. Ich war ziemlich sicher, dass ich den Link gespeichert habe, aber anscheinend nicht. Victor? Also mir war jetzt so gesehen jetzt, ich hatte da ja auch mal kurz über die Seite geschaut, also dieser ganze, ich sag jetzt mal wissenschaftliche Teil, der war mir jetzt so vorher nicht bewusst, aber dass durch diese Antibabypille letztendlich dem Körper, ja, ich glaube auch so hormonell vorgetäuscht wird, dass man schwanger ist, ne? Also dass es halt, wie gesagt, gar nicht erst zu einer Einnistung kommt der Eizelle, der befruchteten Eizelle und die sich dann weiterentwickeln kann. Naja, die Antibabypille ist im Grunde, und das ist das Schlimme dabei, sie wird betitelt als Antikontrazeptionspille, ja, also empfängnisverhütend. Ja, es ist ja ein empfängnisverhütendes Mittel. Das Problem ist, dass diese Antibabypille die Empfängnis nicht verhütet. Sie verhindert nicht, und das ist der Punkt, den Michael und ich gerade machen wollen, die Pille verhindert nicht das Befruchten der weiblichen Eizelle. Die Pille verhindert lediglich, dass die befruchtete Eizelle ihren natürlichen Weg vom Eileiter in die Gebärmutter weitergehen kann, sich dort einnisten kann und dann die weitere Zellteilung stattfindet, bis eben schlussendlich ein paar Monate später ein Mensch daraus geboren werden kann. Das verhindert die Antibabypille. Mit anderen Worten, diese Pille ist nichts anderes als ein Abtreibungsmittel. Sie ist ein Tötungsmittel. Die Pille macht dem Körper nicht vor, von der Körper ist schon schwanger, deswegen ist für dieses Ei kein Platz. Nee, nee, nee. Es geht wirklich darum, dass die Pille dafür sorgt, dass das Ei, das befruchtete Ei, nicht den Weg in eine aufnahmebereite Gebärmutter findet und dort mit dieser Gebärmutter dann schließlich das Ei dann einnisten kann. Das kann man in dem Artikel wunderbar nachlesen. Ich werde mal sehen, dass ich den Link auf jeden Fall mit in die Beschreibungsbox des Videos hier mit reinmache, dass die Zuschauer, also wenn ihr euch das jetzt anschaut, dass ihr das gerne mal nachlesen könnt. Ich kann nur sagen, es ist ein sehr, sehr, sehr langer Artikel. Und wie Michael bereits sagte, da steht auch sehr viel katholisches Sauerbrot drin oder sehr viel katholischer Sauerteig drin. Den muss man natürlich ausfiltern können. Aber da stehen auch viele Wahrheiten darin in dem Artikel, soweit ich ihn allein schon mal durchgelesen habe. Hast du die Seite gefunden, Michael? Ich habe gedacht, ich würde sie schon teilen. Ich habe eben auf Teilen gedruckt. Und ach so, ja, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Okay. Und ja, deswegen, eigentlich sollte die jetzt erscheinen. Also ja, jetzt sehe ich sie. So hier, sieht die Seite aus und da stehen dann halt eigentlich, hier oben hat man ja den Link dazu, dann stehen hier eigentlich so die interessanten Sachen etwas weiterhin. Ganz interessant beispielsweise unter Punkt Nummer Kapitel 3 hier zum Beispiel Schlussfolgerung aus Kapitel 3 können wir schließen, wenn die Ovulationshemmung und der Zervixfaktor versagen und es doch zu einer Befruchtung kommt, verhindern die Tötungsmechanismen die Einnistung oder das Kind entwickelt sich im Mutterschoß weiter. Also Tötungsmechanismen wird hier ganz klar benannt. Ja? Mhm. Und da finde ich es halt sehr interessant, zu wissen, ob das den Frauen, die halt mit der Pille verhüten, wirklich bekannt ist. Ich denke nicht. Ich denke, die meisten gehen davon aus, dass die Befruchtung erst in der Gebärmutter selber stattfindet und nicht quasi schon vorher. Und das hat sich ja jetzt in Laborversuchen, ich glaube, das waren jetzt zumindest bei Tieren, hat man das gemacht, hat man da festgestellt, dass diese Befruchtung selber in dem Moment dann stattfindet, wo diese biomechanische Reaktion dann halt erfolgt. Da gibt es dann sogenannten Zinkblitz, glaube ich, hieß der. Aber da müsste ich jetzt dieses Video suchen. Das können wir ja gerne noch an das Video hier mit ankleben. Interessant ist auch deren ethische Abhandlung hier am Ende unter 7. Ja, habe ich sofort. Ich dachte, bei 4 standen auch noch ein paar interessante Punkte. Ja, ich weiß. Aus der Sicht der Humanembryologie besteht kein Zweifel, dass mit der Befruchtung, also der Vereinigung der mütterlichen Eizelle und der väterlichen Samenzelle, ein einmaliger und unverwechselbarer Mensch ins Leben gerufen wird. So, und das ist letzten Endes das, was ja das Leben ausmacht, ist dann halt Vater und Mutter kreieren zusammen einen neuen Mensch sozusagen, der dann halt die Seele von Gott bekommt, aber auf der rein biologischen Seite kreieren erstmal zwei
Lebewesen, ein männliches und ein weibliches, halt in dem Moment halt so eine kleine Existenz. Und diese Existenz, so klein sie noch sein mag und so unsichtbar sie sein mag, wird genau in diesem Moment gezeugt. Und das ist das, diese Existenz wird dann aufgrund dieser Pille dann nicht nur verhütet, sondern man verhütet und vernichtet diese Existenz wieder. Mhm. Ja. Und das ist für mich eine Sache, die ist sehr, sehr schlüssig in sich. Und dann verstehe ich auch, warum heutzutage da keine Information darüber herausgegeben wird, wo wir ja sowieso in der Doktrin leben. Würden schon genug Menschen auf dieser Welt existieren oder aber die Überbevölkerung wäre sogar ein Problem. Ja, dann macht diese ganze Doktrin ja auch einen Sinn. Siehe Bill Gates und so weiter, ja. Ja, oder siehe jetzt beispielsweise die Agenda der, wie heißt denn dieses, ich komme jetzt auf den Namen nicht, der 500 Millionen, die da Georgia Guidestones. Georgia Guidestones, genau, zum Beispiel, ja, und so weiter und so fort. Wenn man sich die ganze Sache mal anschaut, wie wenig Kinder heutzutage geboren werden, pro Frau, zumindest in den Industrieländern, hat das ja wohl dazu geführt, dass heutzutage Nachwuchs in Europa doch Mangelware ist. Kann man ja wohl nicht anders sagen. Ne? Und hier beispielsweise in Punkt 4, den du eben anholst, hier steht drin, ich markiere das mal eben hier, auffällig ist, dass die Firma Schering ist einer der größten Pharmahersteller überhaupt weltweit, das Wort befruchtet weglässt. Wenn man versteht, wie der weibliche Körper funktioniert, weiß man, dass die Eizelle im Eileiter befruchtet wird, bevor sie sich in eine Gebärmutter einnistet. Leider wissen sehr viele Frauen nicht, wie ihr Körper funktioniert und glauben vielleicht, es handelt sich um eine noch nicht befruchtete Eizelle. Diese Art von, in Anführungsstrichen, vereinfachter Information wird immer mehr praktiziert. Und da bin ich darüber sehr, sehr erstaunt gewesen, dass ich mein Biologieunterricht in der 7. Klasse, wo wir damals die Aufklärung hatten, so weit weg ist, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Aber ich denke, dass das viele ja gar nicht aus bösem Willen machen, sondern einfach aus Unwissenheit. Und wir kriegen halt einfach immer nur so viele Informationen, wie uns gegeben werden soll. Und wenn wir nicht alle Informationen haben, können wir halt einfach keine objektive, vernünftige Entscheidung treffen. Ja, vor allen Dingen wurde dir wahrscheinlich genauso wenig im Biologieunterricht gelehrt wie mir, dass Sex außerhalb der Ehe eine Sünde gegenüber Gott ist. Ja, das ist ja dann auch nicht Bestandteil des Biologieunterrichtes. Ne? Da geht es ja letzten Endes dann nur um die Biologie selber. Aber im Religionsunterricht hat man sich dann, glaube ich, auf ganz andere Themen damals eingeschossen. Und der war auch wirklich nicht mehr großartig existent nach der Grundschule. Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass wir da noch vernünftige, irgendwelche ganz interessanten Sachen haben. Bei mir hat zumindest nichts hängen geblieben. Und heutzutage bin ich aus anderen Gründen hier und mache eine Lesung. Und sicherlich bin ich da durch unsere damaligen Religionslehrer nicht angeleitet worden. Heute heißt hier in Belgien Religionsunterricht meistens Weltorientation oder sowas in der Richtung. Ja. Mhm. Also da wird sogar das Wort Religion schon mit rausgenommen. Glaube wird da sowieso rausgenommen, also in der Hinsicht. Ja, na, aber das Papier hier, du hattest mir das ja vor ein paar Wochen mal kurz geschickt und ich habe es auch noch nicht richtig durchgelesen. Das muss ich nochmal machen. Schick mir den Link bitte nochmal nachher, weil da kann ich das in das Video mit reintun, kannst mir auch nochmal in Ruhe durchlesen. Ich verstehe gar nicht, warum ich das nicht bewahrt habe. Es hätte eigentlich bewahrt sein müssen. Auf jeden Fall, das ist ein Artikel, der wirklich sehr interessant ist zu lesen und den ich jedem nur anraten kann, sich den mal zu Gemüte zu führen und das dann neben der Bibel zu tun, weil das ist ja im Grunde, was wir eigentlich machen wollten, weshalb wir eigentlich heute hier sind. Wir wollten über die Bibellehre sprechen, dann machen wir das doch jetzt eben nochmal. Ich hatte jetzt gesagt, und ich glaube, der Punkt ist deutlich geworden, die Romantik und die Sexualität sind kostbare Geschenke Gottes zur gegenseitigen Freude innerhalb des Ehebundes. Wir müssen verstehen, dass jeder Sex außerhalb der Ehe ein Bruch des, ich meine, 7. Gebotes, du sollst nicht Ehe brechen, ist. Es ist Unzucht, es ist Hurerei, jeder Sex außerhalb der Ehe. So. Die Bibel sagt ganz klar in Hebräer 13,4, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt.
die unzüchtigen Ehebrecher aber wird Gott richten. Da habe ich jetzt eine kleine Erklärung zu. Das ist der Schlachter 2000. Ja? Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die unzüchtigen und Ehebrechen aber wird Gott richten. Jetzt ist aber die Frage, ja, was ist denn einem christlichen Ehepaar sexuell erlaubt? Jetzt wird's interessant. In der Bibel steht, die Ehe sei geehrt in allem, was das in allem und das Ehebett unbefleckt, denn Hure und Ehebrecher wird Gott richten. Hebräer 13,4. Es ist hier jetzt aus einer anderen Bibel als der Schlachter genommen, ja? Hier oben, das ist der Schlachtertext. Das hier ist nicht der Schlachtertext. Das ist halt, weil die Webseite, von der ich das 5 Minuten vor der Sendung hier rauskopiert habe, sich nicht an die Schlachter hält. Wenn ihr da die richtigen Schlachterzitate lesen wollt, dann müsst ihr die selbst raussuchen. Aber es geht hier darum, dass es vielleicht andere Worte sind, aber der Sinn, der ist derselbe. Deswegen gehe ich jetzt mal kurz den Kompromiss ein, hier von einer anderen Bibel zu zitieren. In der Schrift steht nirgends eine direkte Anweisung darüber, was ein Ehemann und seine Ehefrau sexuell in der Ehe tun dürfen und was nicht. Und da kommt die römisch-katholische Kirche jetzt ins Spiel. Die mischt sich nämlich seit Jahrhunderten genau da ein, was nämlich zwischen Mann und Frau zu passieren hat. Alleine schon dadurch, dass die römisch-katholische Kirche sagt, Sex innerhalb der Ehe ist nur zur Fortpflanzung. Jeder Sex außerhalb der Fortpflanzung ist Sünde. Das lehrt die römisch-katholische Kirche. Wenn man wirklich ein fundamentaler oder was auch immer Katholik ist, ein wirklich devotiert, wie heißt denn das in Deutsch, devoted, ein hingebungsvoller Katholik ist, wenn man die Religion mit Hingebung und Leidenschaft und Ehrlichkeit verfolgt, dann hat man mit seinem Partner keinen Sex außer zur Fortpflanzung. Das dürfte dann mehr oder weniger an zwei Händen im ganzen Leben abzuzählen sein für die meisten. Ja? Also da mischt sich die römisch-katholische Kirche in das Ehebett ein. Deswegen der Spruch, das Ehebett ist unbefleckt. Gott mischt sich da nicht mit ein, was zwei Menschen miteinander tun, wenn sie im gegenseitigen Einverständnis sind. Und es ist derselbe Mann mit immer derselben Frau und dieselbe Frau mit immer ihrem eigenen selben Mann. In der Schrift steht nirgends eine direkte Anweisung darüber, was ein Ehemann und seine Ehefrau sexuell in der Ehe tun dürfen und was nicht. Und was, wenn da kein Gebot ist, wenn da kein Verbot ist, dann ist alles erlaubt, oder? Paulus hat gesagt, wäre es nicht für das Gesetz, würde ich die Sünde nicht kennen. Also wenn es kein Gesetz darüber gibt, was in der Ehe sexuell zwischen Mann und Frau erlaubt ist und was nicht, dann ist alles erlaubt, was im gegenseitigen Einverständnis stattfindet. Gott macht hier keine Gesetze. Der Einzige, der hier gerne Gesetze macht, das ist der Antichrist. Lesen wir mal weiter. Ehemännern und Ehefrauen wird gesagt, entzieht euch einander nicht, es sei denn etwa nach Übereinkunft eine Zeit lang. 1. Korinther Kapitel 7, Vers 5. Da geht es darum, dass man sich vielleicht für eine Zeit lang einander entsagt, aufgrund dessen, dass man fastet, dass man betet, dass man vielleicht auch keine Lust hat oder was auch immer. Aber das darf nur im gegenseitigen Einverständnis passieren. Da werden wir auch gleich noch drüber lesen in dem Text, den ich hier habe. Hier seht ihr schon, Korinther 7 steht hier unten angeschrieben. Ja, hier unten. Da gehen wir gleich hin, wenn wir hiermit durch sind. Ich wollte nur eben diesen Text mal eben kurz durchlesen. Dieser Vers bietet vielleicht die Grundlage für die sexuelle Beziehung in der Ehe. Was immer gemacht wird, es sollte beiderseitige Zustimmung finden. Niemand sollte ermutigt oder dazu überredet werden, etwas zu tun, mit dem er oder sie sich unwohl fühlt oder denkt, es sei falsch. Wenn beide, Ehemann und Ehefrau, zustimmen, etwas ausprobieren zu wollen, zum Beispiel verschiedene Stellungen und so weiter, dann gibt die Bibel keinen Grund, es nicht zu tun. Alles steht mir frei, aber nicht alles ist förderlich, lesen wir im 1. Korinther Kapitel 6. Denn es gibt eine
Es gibt einige sexuelle Verhaltensweisen, die für ein verheiratetes Ehepaar in keinem Fall erlaubt sind. Was sagt denn die Bibel jetzt? Die Praxis des Partnertauschens oder eine weitere Person mitmachen zu lassen, Dreier, Vierer und so weiter, ist krasser Ehebruch. Das kann man nachlesen. Galater 5,19, Epheser 5,3, Kolosser 3,5, 1. Thessaloniker 4,3. Ehebruch ist Sünde, auch wenn dein Partner es erlaubt, billigt oder sogar daran teilnimmt. Warum? Dein Partner kann es erlauben, aber Gott verbietet es. Und wem gegenüber begehst du Sünde? Abgesehen davon, dass du deinen Partner betrügst, aber wenn er einverstanden ist, betrügst du ihn ja nicht, aber du brichst immer das Gesetz Gottes. Du kannst nicht gegenüber einem Menschen sündigen, du kannst nur gegenüber Gott sündigen. Pornografie erweckt die Lust des Fleisches und die Lust der Augen, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16, und wird deshalb von Gott auch verurteilt. Außer diesen beiden Dingen gibt es nichts, N-I-C-H-T-S, was die Bibel einem Ehemann und seiner Frau speziell verbietet, miteinander zu tun, solange dem gegenseitig zugestimmt wird. 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 1. Und jetzt lesen wir wieder aus der Schlachter. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang. Nach Übereinkunft. Damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eure Unenthaltsamkeit willen. Wenn ich also mit einer, ich sage es jetzt mal ganz krass, frigiden Frau verheiratet bin, dann handelt sie da nicht nach dem Willen Gottes, sondern dann handelt sie da nach dem Willen des Satan, der mich in Unzucht treibt, weil ich bei meiner Frau nicht das bekomme, was mir versprochen ist. Und umgekehrt mit Männern, die sich Frauen oder ihrer Ehefrau enthalten, geht das ganz genauso. Dann kommt man in die Versuchung, weil der Satan uns dann versucht. Und zwar, weil unser eigener Partner uns dahin stößt, in die Richtung. Das ist antichristlich. Natürlich kann man sich in einer Zeit des Fastens und in einer Zeit des Gebetes sexuell enthalten. Aber dann bespricht man das vorher, nach Übereinkunft. Man bespricht das vorher und danach kommt man wieder zusammen, wie sich das gehört. Das klingt für viele jetzt vielleicht fremd, das liegt aber auch daran, dass es für viele, die dieses Video schauen, noch niemals eine christliche Ehegemeinschaft für sie gegeben hat. Ob sie jetzt verheiratet sind oder nicht. Aber ich glaube, dass die wenigsten, die dieses Video schauen, in einer wirklich christlichen Ehe mit einem Partner leben, der geistig auf demselben Niveau ist wie sie selber und wo der Geist eins ist, wie auch das Fleisch im Ehebett eins werden soll. Und wenn einer der beiden halt nicht 100% biblisch ist und sich an die christliche Bibel hält, dann wird Satan früher oder später seinen Eintritt erhalten. Und die Möglichkeit haben, euch aus dem Ehebett wegzuziehen. Deswegen eben, das Ehebett ist unbefleckt. Ja? Immer im Hinterkopf behalten. Das aber sage ich euch aus Nachsicht und nicht als Befehl. Denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich. Das ist Paulus, der hier spricht. Und Paulus hatte keine Frau. Aber es ist nicht jedem gegeben, ohne Frau durchs Leben zu gehen.
Es gibt drei verschiedene Arten von Eunuchen. Das heißt Menschen, Männer, die sich dem Sex enthalten, ihr ganzes Leben lang. Und das steht auch in der Bibel drin. Das könnt ihr ja selbst mal raussuchen. Ich kann ja nicht alles machen. Auch eine Bibelstudie nicht, weil ihr sollt ja auch selbst studieren. Die einen sind so geboren, die anderen werden vom Menschen so gemacht, zum Beispiel Kastrate. Und die dritten sind so wie Paulus, wo er sagt, denn ich wollte alle Menschen wären wie ich, der sich selbst diese Disziplin aufgelegt hat, mit Hilfe von Jesus Christus. Versteht mich hier ganz deutlich richtig. Mit Hilfe von Jesus Christus. Paulus alleine kann es auch nicht. Aber mit Hilfe von Jesus Christus, mit Hilfe des Heiligen Geistes, im Gebet sich zu enthalten. Deswegen sagt er, ich wollte alle Menschen wären wie ich. Also, entweder Eunuche von Geburt, Eunuche von Menschen gemacht oder Eunuche aus eigenem Willen. Eigenem Willen zusammen durch die Mitwirkung des Heiligen Geistes, so wie Paulus hier. Denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Also Paulus sagt ganz klar, mir ist es gegeben, mir ist die Gnade gegeben, dass ich es kann, aber das ist nicht bei jedem so. Der eine hat so, der andere hat so. Bei einem kann es, beim anderen nicht. Und derjenige, der es nicht hat, der sollte sich dann seine Frau suchen, sagt er mit anderen Worten. Darum fährt er fort und sagt, ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Also, wenn sie sich enthalten können. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollten sie heiraten. Denn heiraten ist besser als in Glut geraten. Und was ist in Glut geraten? Der Versuchung des Teufels zu widerliegen. Sex außerhalb der Ehe zu frönen. Ihr könnt beide gerne zwischendurch mal einfallen, wenn euch irgendwas sagt hier, ne? Sonst lese ich nämlich jetzt hier das Papier jetzt weiter durch. Um uns vor Schaden zu bewahren, müssen die sexuellen Begierden und Aktivitäten unter Christi Kontrolle gestellt werden. Also mit anderen Worten, das, was Paulus hier gerade eben schon mal sagte, wird hier jetzt mit anderen Worten nochmal gesagt. Wir können unsere sexuellen Begierden und Aktivitäten nur unter Kontrolle kriegen, wenn wir in Christus sind und wenn wir Christus und damit seinen Vertreter hier auf Erden, nämlich den Heiligen Geist, haben, der uns hilft mit diesen Dingen. Und der kann uns nur helfen, wenn wir dafür beten. Und wenn man da ständig für betet, dann bringt das was. Und ich sage euch das aus eigener Erfahrung. Die Bibel sagt im 1. Thessaloniker 4, Vers 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Das 7. Gebot verbietet Ehebruch. Die Bibel sagt im 2. Buch Mose, also Exodus, Kapitel 20, Vers 14, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist das, wenn ich mich richtig erinnere, 7. Gebot. Sexuelle Sünden können verhängnisvolle Folgen haben, auch wenn die Folgen nicht sofort sichtbar sind. Ich hatte ja bereits kurz die sexuell übertragbaren Krankheiten angesprochen und da verweise ich dann eben nochmal drauf. Die Bibel sagt im 1. Korinther 6, 18, flieht die Unzucht, also flieht der Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib und sein eigener Leib wird dafür auch die Strafe erfahren. Siehe die Krankheiten. Ja, wann fängt denn sexuelle Sünde an? Die Bibel sagt in Matthäus 5, 27, Zitat, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Das 7. Gebot. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also, da haben wir die Stelle, die ich vorhin erwähnte. Ich wusste nicht, dass ich sie hier im Text
bereits drin hatte. Müsst ihr jetzt nicht mehr selbst suchen. Es ist Jesus Christus, der hier spricht. Ja, in Matthäus 5, 27. Ich aber sage euch, Jesus sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das Wort Gottes verdammt homosexuelles Benehmen, also sodomitische Verhaltensweisen. Die Bibel sagt in Römer 1, 26, und da habe ich über Römer 1 dieses Thema vom Vers 15 bis Vers 32 8 Videos gemacht. Mit dem Titel ist Homosexualität, zwischen Klammern Sodomie natürlich zu verstehen, heilbar. Habe das ganze Buch der Römer mit Hilfe auch von Rosenius seinen Studien, auf basierend aus Luther seinen Studien und meinen eigenen Studien in 8 Stunden auseinandergenommen. Und das ist natürlich jetzt viel zu lang, um das hier auszubreiten, aber ihr könnt euch die Serie gerne anschauen, da habe ich eine eigene Abspielliste davon gemacht. Stunde der Wahrheit, Bibelstudie mit Jörg auf meinem Hauptkanal. Schaut euch das an, da sind die 8 Videos drin. Die Bibel sagt also im ersten Buch Römer, Vers 26, Zitat, darum hat Gott sie auch dahin gegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Über dieses Thema könnte ich noch mehr Erklärung geben. Aber da müssten wir dieses Video mit einer Altersbeschränkung ab 18 versehen. Und dazu bin ich nicht bereit, das zu tun. Wer da mit mir mal persönlich drüber sprechen möchte, der kann mich dann über Skype erreichen. Und meine beiden Brüder können das auch mit mir machen, können mich auch darüber fragen, was ich jetzt damit meine. Aber das werde ich dann nicht vor den Kameras sagen, weil wir machen hier ein Video und wir wollen die Leute hier zwar zu biblischer Zucht erziehen in der Hinsicht, wenn ich das so sagen darf, aber wir wollen es auch noch so halten, dass man sich das im Video anschauen kann, und zwar ohne Altersbeschränkung. Die Bibel verbietet Blutschande. Die Bibel sagt im dritten Buch Mose, das ist Levitikus, also das Buch der jüdischen, also der israelischen Priester, Entschuldigung, der israelitischen Priester, drittes Buch Mose, Kapitel 18, Vers 6, Zitat, niemand soll sich irgendeiner seiner Blutsverwandten nahen, um ihre Scham zu entblößen. Ich bin der Herr. Also, man soll sie nicht nackt ansehen, ja, und man soll sich vor allen Dingen nicht mit ihnen einlassen. Die Bibel sagt im dritten Buch Mose 18, 23, auch sollst du bei keinem Vieh liegen, dass du dich mit ihm verunreinigst. Und keine Frau soll sich vor ein Vieh stellen, um sich mit ihm einzulassen. Es ist eine schändliche Befleckung. Das Wort Gottes verbietet jede geschlechtliche Verbindung mit einer Prostituierten. Die Bibel sagt im 1. Korinther 6, 15, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Ein Leib. Das lasen wir doch gerade im Genesis Kapitel 2. Sie werden ein Fleisch sein. Dann ist man ein Leib. Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und deswegen habe ich gesagt, dass die geistige Basis, also dass man erst auf geistiger, auf, ja, ich will jetzt das Wort eigentlich nicht sagen, spiritueller Ebene, auf geistiger Ebene erstmal eins ist mit seinem Partner, dass man eben auch im Geist übereinstimmt, so wie eben auch der Herr in Wahrheit und im Geiste angebetet werden will. Das war für mich ein sehr wichtiges Thema, dieses Thema mal zu besprechen. Und ich weiß nicht, vielleicht können wir da in der Zukunft auch nochmal tiefer darauf eingehen, wenn da vielleicht noch irgendwelche Dinge also nötig werden, wenn ihr sagt, da und da möchte ich nochmal drüber sprechen. Aber das war etwas, was mir jetzt erstmal sehr, sehr wichtig war. Deutlich zu machen,
dass jeder Sex außerhalb der Ehe Unzucht ist, deutlich zu machen, dass im Ehebett alles erlaubt ist, was im gegenseitigen Einverständnis zwischen einem verheirateten Mann mit seiner verheirateten Frau und dieser einen verheirateten Frau mit ihrem einzig angeheirateten Mann passiert. Wenn die beiden im Einverständnis etwas tun, dann schreibt die Bibel kein einziges Gesetz dagegen. Alles ist erlaubt, was im gegenseitigen Einverständnis gemacht wird. Deswegen ist das Ehebett unbefleckt. Der Antichrist findet aber immer Mittel und Wege, sich darin einzumischen. Und wir müssen einfach lernen, uns an die Bibel und die Bibel allein zu halten und nicht an menschliche Lehren. Und das war mir ganz wichtig, heute eben diese paar Punkte hier zu machen. Aber vielleicht hat Michael mal was, was er dazu beisteuern möchte. Ja, ich hätte noch eine Einschränkung, die ich jetzt im Augenblick nicht direkt in der Bibel gefunden habe, aber die mir gerade spontan einfällt, und zwar während der monatlichen Periode einer Frau. Wie sieht es denn da in der Bibel aus? Ich müsste jetzt selber nachschauen, aber ich meine, dass dann da Abstand gehalten werden soll. Es geht darum, dass die Frau, wenn sie ihre monatliche Periode hat, unrein ist. Und die Bibel sagt, das Unreine sollen wir nicht anfassen. Das beantwortet deine Frage, ne? Ja, ja, deswegen, das hatte ich nämlich noch im Kopf, von wegen alles erlaubt, aber halt nicht immer. Ja, gut, aber wenn die Frau unrein ist, eben wegen dieser Periode, wegen dieses Zyklus, den ihr Körper mitmacht, wenn sie unrein ist, dann darf ich sie auch nicht anfassen. Das ist ein ganz klares Gebot von Gott. Ich hoffe doch, dass es deutlich geworden ist. Es ging mir um Sexualpraktiken. Wenn wir sagen, im Bett ist alles erlaubt, was im gegenseitigen Einverständnis ist. Wenn aber Gott ordiniert, wenn die Frau ihre Tage hat, dann ist sie unrein. Und es steht an anderer Stelle geschrieben, fass das Unreine nicht an. Dann muss ich mich in der Zeit natürlich von ihr entsagen, logischerweise. Ja. Das aber mal wichtig, mal anklingen zu lassen. Ja, okay, ist ja gut. Ist ja eine Bibelstudie, Michael. Geht ja darum, die Dinge richtig zu verstehen. Nur, ich wollte gerade sagen, du sagst, ja, weiß ich, wo es in der Bibel steht. Da steht ganz klar geschrieben, das Unreine soll man nicht anfassen. Und eine Frau ist unrein, wenn sie das gemacht hat. Menschen werden unrein durch viele verschiedene Dinge. Menschen werden unrein zum Beispiel, wenn sie einen Toten angefasst haben und müssen dann so und so viele Tage in Abgesondertheit leben und diesen ganzen Kram. Das steht alles im dritten Buch Mose drin, Levitikus. Das sind alle mal Dinge, die sind immer noch gültig. Ob wir uns daran halten oder nicht, ist eine andere Sache. Ja? Es gibt Dinge, die einen Menschen unrein machen. Es gab damals Dinge und es gibt heute Dinge. Und wenn man unrein ist, dann darf man auch von seinem Partner nicht angefasst werden. Und das beantwortet dann im Grunde deine Frage, denke ich mal. Ja, und dann suche ich mal die Quelle. Ja, das kannst du gerne machen. Ja, fand ich aber einen schönen, umfassenden Ausflug von dir. Also hat sich, denke ich, doch für viele mal auch das mal offenbart, wie das aus Sicht der Bibel auch so ordiniert ist. Und ich könnte jetzt höchstens jetzt noch mal was dazu beitragen, wie das dann so ist für ja so deine Abkömmlinge, wenn dann ja aus diesen zwei Menschen ein Fleisch geworden ist und es dann doch nicht mehr ist. Das ist halt zumindest mir mal widerfahren. Das ist sicherlich heute auch ja, vielleicht noch aus der Zeit, wo ich das irgendwie eher noch so der Pionier war, ist das sicherlich heute schon fast mehr so die ja, Normalität geworden, dass die Ehepartner regelmäßig wechseln oder häufiger mal wechseln und ja, dadurch natürlich auch die Nachkommen, die Abkömmlinge, das natürlich mittragen müssen, ne? Mit anderen Worten, dass die Kinder unter den Taten ihrer Eltern zu leiden haben. Ja, sicher. Ich meine, als junger Mensch kommst du ja erstmal auf die Welt und hast eher als Fundament ja letztendlich nichts anderes. Oder die zwei Bezugsmenschen, das sind ja die Eltern, also ja. Mama und Papa. Und wenn dieses Fundament natürlich wegbricht als junger Mensch und auch dahingehend ja nicht im christlichen Glauben erzogen wurdest, ja, dann bildet sich natürlich eine riesengroße Lücke und die
ich sag mal, natürlich auch die Wahrscheinlichkeiten in so einem antichristlichen System auf Abwägen zu geraten, sind dann natürlich auch immer, ja, ich sag mal, nochmal vielleicht ein Stück weit größer oder höher, ne? Ja, das liegt aber an erster Stelle auch daran, Viktor, dass wenn du das Opfer eines, lass uns mal sagen, einer Scheidung bist als Kind, dass eben auch deine Eltern in demselben christlichen Weg auch nicht erzogen werden wurden. Sonst würden sie sich ja gar nicht erst scheiden lassen. Und sonst hätten sie vor allen Dingen auch von Anfang an eine christliche Ehe geführt. Und das tun sie ja nicht. Das ist ja das Problem in dem, wo wir heute leben. Dass wir alle in eine Welt hineingeboren werden, die ja nicht christlich ist. Immer wer kann ja von sich schon sagen, ich bin geboren von Vater und Mutter, die bibeltreu sind. Wer kann denn das sagen von den Zuschauern hier? Man kann nicht sagen, lass das mal in den Kommentaren wissen, weil die Kommentare sind ausgeschaltet für diese Bibelstudienvideos. Aber das, ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige, und selbst dann bin ich noch positiv in dem Gedanken, die selber als Kind aus einer Ehe entstanden sind, die wirklich biblisch ordiniert war, die wirklich biblisch gehalten wird, die eine christliche Ehe ist. Und da fängt doch das Problem dann schon mal an. Du bist dann als Kind, das das Produkt von diesen beiden dann ist, natürlich schon mal dadurch gebrandmarkt, dass du schon mal einen schlechten Start hattest. Da kannst du gar nicht was für. Aber für dich, entweder jetzt dich persönlich oder jeden anderen, der das hier schaut, und der weiß ja, meine Eltern sind auch geschieden gewesen, die Leute haben es noch umso schwieriger, dann nachher im eigenen Leben alles richtig zu machen, eben weil sie es nie richtig kennengelernt haben. Das Fundament, auf dem sie als Kind groß geworden sind, ist ein Fundament aus Sand. Und das ist doch überall so. Weil wir haben alle als kleine Kinder den Weihnachtsmann vorgespielt gekriegt und haben Ostereier gesucht und so weiter und so weiter. Was alles total unbiblisch ist. Unsere Eltern haben uns von Anfang an, seit wir auf dieser Welt waren, belogen. Natürlich, sie haben das vielleicht gemacht mit guten Absichten oder unbewusst, aber das nimmt nicht weg, dass sie uns belogen haben, ne? Hey, der Weihnachtsmann bringt dir deine Geschenke. Und wenn du alt genug bist, sagen sie dir, den Weihnachtsmann gibt's gar nicht. Also haben sie dich jahrelang angelogen. Und sind mit der Lüge auch noch durchgekommen. Und welches Zeichen gibt dir das? Ja, wenn die das können, dann kann ich das auch. Und das sorgt dafür, dass die ganze Welt mehr und mehr im Elend versinkt und mehr in der Lüge und in der Abtrünnigkeit gegenüber Gott versinkt. Alleine schon dieser Punkt der Scheidung. Es gibt im Christentum keine Scheidung. Ja? Wenn man da verheiratet ist, dann ist das fürs Leben. Das heißt, bis Gott beschließt, den einen oder anderen Partner zu sich zu nehmen oder einschlafen zu lassen, bis zum Tag der Auferstehung, entweder zur Auferstehung der Gerechten oder zur Auferstehung des Gerichts, das ist seine Entscheidung. Und das Problem ist doch, dass es solche Ehen im Grunde gar nicht mehr gibt, die darauf aufgebaut sind. Und von daher natürlich dann eben auch Produkte fortbringen oder Kinder fortbringen, die auch ein Fundament auf Sand haben. Und wenn man nicht das Fundament hat, dass der Fels dieser Welt ist, Jesus Christus, der Eckstein, an dem alles aufgebaut ist, dann ist schon mal, ja, dann hat man schon mal schlechte Karten, ne? Ja, das stimmt. Also ich denke auch, viele, die suchen dann auch oftmals halt dieses, oder versuchen dieses Loch, dieses Vakuum zu füllen, halt durch weltliche Dinge. Ja, weil sie auch gar nicht besser wissen. Ja, eben. Man bekommt es ja auch dann in der Schule auch nicht anders erklärt oder auch anders vorgelebt und dementsprechend, ja, versinkt man schnell dann in, ja, solchen weltlichen Angelegenheiten und dahingehend haben wir natürlich da auch, wie wir ja wissen, die Jesuiten mit dem Ratio Studiorum auch natürlich da ein Fundament geschaffen für solche Leute, um da aufzugehen, sage ich mal. Ja, weil dieses Ratio Studiorum ja auch nur Gebrauch macht von gnostischen Lehren, menschlichen Lehren, von den Lehren, wo sich eben der Mensch in das Ehebett auch einschleicht, anstatt wo Gott sagt, hier habe ich nichts mehr zu tun. Gott sagt, von hier haben ein Mann und eine Frau beschlossen, dass sie ihr Leben zusammen verbringen wollen in Ehegemeinschaft.
das ordiniere ich. Und das geht so lange, bis der Tod sie scheidet. Punkt aus, Ende. Aber der Antichrist kommt da natürlich zwischen. Und der Antichrist sagt dann auf einmal von, aber das und das und das ist auch nicht erlaubt. Wobei die Bibel ganz deutlich sagt, wie wir gerade gelernt haben, alles ist erlaubt, was im gegenseitigen Einverständnis stattfindet, solange es mit den Regeln des Herrn übereinstimmt. Wo eben Michael sein Punkt nochmal kommt mit der Unreinigkeit, ja, wenn die Frau unrein ist, dann eben nicht, weil das Unreine soll ich nicht anfassen. Da ist ein Gesetz, aber sonst ist da kein Gesetz. Sonst ist da kein Gesetz. Nur die feurigen Pfeile des Teufels, die uns immer wieder anfallen, auch in der Hinsicht. Mir ist noch aufgefallen, dass es in der King James heißt, to cleave unto his wife, glaube ich. An seiner Frau hängen, ja. Ja, ich habe mal geguckt, in den Synonymen, da gibt es dann auch treu bleiben. Ja, das will ich jetzt gar nicht abstreiten, aber zu cleave ist ja daran zu hängen. Und wenn ich an jemandem hänge, dann bin ich ihm ja auch treu. Ne? Das eine impliziert das andere. Ne? I cleave to the Lord. Ne? Ich klebe ja auch am Herrn. Ne? Ich bin ja dem Herrn dann auch treu. Ich hänge an seinem Rockzipfel oder ich hänge meiner Frau am Rockzipfel oder meinem Mann oder wie auch immer. Am Partner, an dem hänge ich ja. Deswegen bin ich ihm ja dann auch treu. Weil an wem ich nicht hänge, erst wenn ich loslasse, werde ich ja untreu. Ne? Cleave one to another. Ja, das ist auch treu sein. Ja. Ja, wenn euch soweit nichts mehr auf dem Herzen liegt, wo ich ja hier jetzt den Eindruck habe, durch diese kleine Schweigeminute hier beinahe, nicht, dass mir Schweigen was ausmacht, aber dann würde ich sagen, wenn wir diese Punkte soweit besprochen haben, soweit sie auch für euch beide interessant waren, dann können wir das ja heute hier zu einem Ende bringen und unser nächstes Mal wieder treffen und dann den Sündenfall des Menschen in Kapitel 3 Genesis oder eventuell etwas anderes besprechen, weil entweder haben wir Lust, die Bibel von vorne bis hinten mehr oder weniger durchzuarbeiten, zumindest hier, oder es gibt uns vielleicht ein, dass wir eine andere Stelle studieren wollen. Ich bin hier soweit ausgesprochen, ich habe meine Botschaft verbreiten können, meine Dinge sagen können, die ich gerne wollte. Und ich lasse sonst gerne noch das Wort an euch über. Also, wenn ihr noch irgendwas zu sagen habt, ansonsten schließe ich das Video hier ab. Ja, ich habe jetzt eigentlich nur zu sagen, dass ich mich bedanke für die Lesung und dann auch dafür, dass halt andere diese Lesung verfolgen, auch wenn die nicht kommentierbar ist, hoffe ich, dass die Ihnen und euch, je nachdem, ob wir uns jetzt duzen oder siezen, jetzt auch gefallen hat und vielleicht, dass die Menschen da draußen sich auch mal eigene Gedanken dazu machen und vielleicht jetzt ein besseres Verständnis haben, inwiefern denn die Dinge so gemeint sind, wie sie da geschrieben sind, denn immerhin versuchen wir ja auch so ein bisschen die Sprache, so wie sie vor Tausenden von Jahren, kann man nur wirklich sagen, da uns beigebracht wurde, jetzt so ein bisschen in die heutigen Verhältnisse zu übersetzen, was ja bei einem oder anderen auch wirklich nicht ganz so leicht ist. Und dafür haben wir halt hier ein Team von drei Menschen, die halt vielleicht auch den anderen mal korrigieren können oder mal ein paar andere Interpretationsmöglichkeiten haben. Aber im Endeffekt ist es so, dass wir immer die Wahrheit reden und mit der Bibel eben zusammen die Wahrheit ergründen möchten, denn alles andere ist Lug und Trug und alles andere ist nur von der negativen Seite indoktriniert. Und wir versuchen halt auch damit dieser Bibellesung vielleicht auch den einen oder anderen mal ein bisschen glücklicher zu machen, indem man halt einfach sich sagt oder zeigt, aufzeigt, schau mal, so ist das gemeint und schau mal, dieses und jenes ist erlaubt und das ist ja im Endeffekt gar nicht so wenig. Und ich glaube schon, dass wenn man halt diese Bibellesung verfolgt, man dadurch doch ein bisschen Ruhe bekommt für sich selber und ein bisschen Zeit dafür opfern, glaube ich, ist ganz gut in der ganzen Hektik da draußen. Das wünsche ich euch da draußen und Ihnen da draußen, dass ihr was von dieser Lesung habt mitnehmen können und dass ihr dann noch mehr Spaß dabei habt, eure Bibel zu lesen, nämlich dann das, was mein Vorredner hier gleich sagen wird,
Lest eure Bibel, würde ich jetzt gerne auch mal so unterschreiben, und zwar entweder die Schlachter 2000 oder aber die King James Bibel oder aber, wenn es der eine oder andere noch mehr so ein bisschen in den Fingern juckt, dann sogar eSort, eine spezielle Software, mit der man die King James Bibel noch besonders intensiv durchforschen und durchleuchten kann. Ansonsten sage ich halt einfach vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und möge Gott mit euch sein. Maranatha. Victor, hast du auch noch ein paar abschließende Worte? Ja, ich möchte mich da noch nur anschließen und kann ja auch nur sagen, ja, wir messen sozusagen das, was an der Schrift steht, mit dem, was uns ja im Leben begegnet. So wie es auch die, ich weiß es nicht mehr, wie sagtest du, die Beröer waren das? Beröer, ja. Aus der Apostelgeschichte, ja. Aus der Apostelgeschichte, ja, genau. So, und ja, dahingehend möchte ich mich auch bei euch nochmal bedanken für die Zeit, die wir aufgewendet haben hier heute und freue mich aufs nächste Mal und sage dann an der Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tja, das kann ich nur wiederholen. Und wie gesagt, wir machen hier eine Bibelstudie im Geist mit uns dreien zusammen über die Themen, die uns wichtig sind und die uns der Heilige Geist hier eingibt. Diese Lehre habe ich, was ich heute vorgelesen habe, schon mal in einem anderen Video vorgelesen. Ich meine, es war in der Serie über die Moraltheologie von Alfonso Liguori in der Serie Der systematische katholische Kindesmissbrauch. Jedenfalls war mir das nochmal am Herzen. Was sagt die Bibel über Sex? Und dass wir ganz deutlich wissen, dass Sex ein Geschenk Gottes ist, ordiniert von Gott für die Ehe. Dass wir mal das Positive daraus geholt haben, ohne irgendwie in Schweinereien und was auch ähnlich zu verfallen. Und da mal ganz offen haben, darüber sprechen können, was erlaubt ist und was nicht. Und es ist ganz klar so, wir müssen uns immer an die Bibel halten. Und was die Bibel nicht verbietet, das ist erlaubt. Dafür bis zum nächsten Mal eben auch. Studiert eure Bibel. Bitte, lest eure Bibel. Maranatha. Stripes, and with his stripes, we are healed.